Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Bomberman 64 The Second Attack. Und wir haben ja die Auswahl zwischen zwei Planeten, die wir betreten können. Und ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal den Spieleplanet Starlight. Weil er wesentlich interessanter aussieht als der Naturplanet. Egal, wir betreten den Starlight Planet und schauen mal, was dort abgeht. Ja, erstmal müssen wir natürlich wieder landen, wie immer. Hurra, wir sind gelandet. Auf einen sehr tollen Planeten. Wow, sieh dir diesen Ort an. Pommy möchte die einarmigen Banditen probieren. Pommy, du weißt wohl noch nicht, dass wir Glücksspiele süchtig machen können. Tut mir leid. Pommy weiß, wir sind nicht zum Spiel hierher gekommen. Wenn wir hier nicht anhalten können, um zu spielen, dann lass uns wenigstens den Schwerkraftgenerator finden. Ja, genau, da bin ich auch der Meinung, Pommy. Also auf geht's! Auf den Spiele-Casino-Planeten. Yay, hier können wir uns nicht vergnügen. Vor allem, wenn diese Münzen uns einfach mal, ja, über den Haufen rollen. Naja, wie auch immer, wir holen uns erstmal hier ein paar Upgrades. Und in die haben wir hier ein bisschen Probleme. Nebenbei räumen wir hier auch ein bisschen auf. Versuchen, diese Münzen hier loszuwerden. Diese geht gerade nicht besonders einfach, vor allem, wenn wir nur zwei Bomben legen können. Wie wären jetzt die Upgrades da praktisch? Also volle Upgrades für alle und Fleisch für Pommy. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und natürlich muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selbst hier umbringe. So, ich meine, wir müssen sogar diese ganzen Münzen hier besiegen, damit wir überhaupt hier weiter können. So, aber nicht. Pommy, helf mir mal. Oh, deine Hilfe. Okay, wir können jetzt schon durch, aber... Vielleicht haben die Gegner hier noch was Nettes, deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Und die kurz erledige. Wenn die mal einfacher zu erledigen wären. Ach man. Okay, das war etwas dumm. Hier verliere ich wohl am schnellsten meine Herzen. Anders als in anderen Welten. Wunderbar, wir sind reich. Zumindest vorerst. Okay, dann wollen wir mal hier rein. Ab ins Casino. Verpulvern wir unser ganzes Geld, was wir noch nicht mal haben. Okay, dann wollen wir erstmal zusehen, dass wir gegen diese Spielkarten hier ankommen. Ja, aber auch ein interessantes schwarzes Loch auf dem Abbild haben, zumindest hinten. Daran sieht man schon, dass sie wirklich mit der Black Hole Brigade zu tun haben. Oh Gott. Scheiße. Zwei gegen einen ist unfair. Ja, ich glaube, das kann ich vergessen. Okay, wir sind tot. Was war jetzt mehr als hinterher? Ich konnte mich ja gar nicht mehr wehren. So schnell konnte ich echt nicht aufstehen. Wäre jetzt ein Bombentritt oder sowas sehr praktisch gewesen. Aber leider habe ich das noch nicht. Muss ich mir das alles noch hier anschaffen. Okay, aber wenigstens habe ich jetzt endlich mein Turbo und... Na, egal. Pommy, kriegst du nebenbei auch mal Früchte. Fleisch hast du sowieso momentan mehr gefuttert als Früchte. So, jetzt kümmere ich mich um euch. Jetzt geht's euch an den Kragen. Frage ich trotzdem, wo diese Spielmünze daneben herkam. Aber man sieht hier gar nichts, wo die irgendwie ist. Irgendwas muss ich getroffen haben, was sie ausgelöst hat. Ich frage mich gerade wirklich, was das ist. Moment, kann ich diese Blume kaputt machen? Oder dieses Bäumchen? Ah, da kommst du ja, okay. Jetzt verstehe ich. Wunderbar. So, hier kann ich natürlich auch wieder noch nicht durch. Erst wenn ich diesen... Ja, wenn ich den Boss hier besiegt habe, dieses Gebietes. Deswegen müssen wir da erstmal zu sehen, dass wir das hinkriegen. So. Okay, nein, 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 keine Karotte im Pommy. Du kriegst nur noch Fleisch. Och nein, das ist dieser Ort. Okay, das wird lustig hier. Nein, wie auch immer. Kümmern wir uns erstmal um diese lästigen Gegner. Die sind wirklich lästig, weil die hier Blitze verschießen können. Und die auch noch viel aushalten, genau. Naja, die kriegen wir auch noch klein. Mit etwas Geduld und allem drum und dran wird das schon werden. Wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht nochmal sterben. Moment, die Turboschuhe nehme ich mit. Okay, los weg. Pommy ist wenigstens robust. Pommy steht mir wenigstens nicht so schnell weg. Da bin ich wirklich schon froh drüber. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier klein kriege. Aber das lässt sich nicht so schnell klein kriegen. Na also, na, dafür gibt es nur eine Silbermünze. Und diese Kronleuchter oder diese Lampen kriegen wir ja nicht kaputt. Kronleuchter sind ja nicht. Aber hier können wir wenigstens weiter. Yay, hier haben wir ein Eck gefunden.
Ein verstecktes Eck. Naja, was heißt versteckt? Dieses Eck müssen wir ja finden, im Prinzip. Oder ist doch das andere? Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt diese Gegner hier klein kriegen. Durch diese komische Maschine hier. Aber es ist wenigstens noch leicht. Okay, und wir finden einen Schalter, den wir auch gleich aktivieren sollten. Wenn ich wenigstens drankommen würde. Aber erstmal müssen wir dieses komische Gerät hier schrotten. In etwa so. Also gut, drücken wir mal diesen Schalter. Und was passiert jetzt? Wir sehen alte Männer in Umhang. Zauberer, könnte man bald sagen. Wir haben einen Fahrstuhl aktiviert. Den wir jetzt quasi benutzen könnten. Aber erstmal müssen wir hier gucken, ob wir hier... Nein, dieses Schild kriegen wir nicht kaputt. Aber wir können diese Bäume hier noch schrotten. Da könnte sich auch noch was drinnen verbergen. Okay, die jetzt gerade nicht. Naja, man kann halt nicht alle Bäume schrotten, aber ein paar gehen wenigstens. Okay. Dann nehmen wir das wenigstens mit, was wir kriegen konnten. Jetzt sehen wir zu, dass wir die Gegner hier ignorieren, weil noch einmal die bekämpfen. Nein, danke. So, nämlich können wir hier jetzt auch bei diesen Boxen oder bei diesen Mülleimern. Das sah in meinen Augen anfangs immer wie Boxen aus. Aber hier können wir jetzt wenigstens durch. Also gut, kümmern wir uns um den zweiten Schalter, den wir da oben auch sehen können. So, aber jetzt muss ich sehr vorsichtig sein gerade. Ja, okay, genau aus diesem Grund. Aber ein paar Herzen habe ich ja noch. Von daher ist dieser Kratzer noch nicht allzu tragisch. Okay, der auch noch nicht. Wenigstens bin ich die jetzt schon mal los. Okay, drücken wir den zweiten Schalter. Aber erstmal muss ich diesen Baum da beseitigen, der da direkt drauf platziert wurde. Was schon ein bisschen sehr komisch ist. Weil wir platzieren wirklich einen Baum direkt auf den Schalter. Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Dadurch, dass ich halt noch nie... Das habe ich hier also im Fahrstuhl. Dadurch, dass ich noch nie einen Baum auf den Schalter wachsen sehen, das ergibt nicht wirklich viel Sinn. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Sehr schön, hier können wir jetzt alles schrotten. Genau so wie diese Zauberer hier, diese Böse. Auch wenn die nicht wirklich sehr böse aussehen, aber trotzdem, wir sollten uns um sie kümmern. Oder wir können sie auch direkt ignorieren, je nachdem. Weil ich sehe gerade, es bringt gar nichts, was wir jetzt mit diesen Feuerbomben versuchen anzurichten. Deswegen ignorieren ist momentan die beste Verteidigung. Aber da brauche ich auch spezielle Bomben für. Ich glaube, Eis bringt auch nichts gegen die, oder? Probieren wir es mal. Oh doch, Eis bringt was. Okay, dann... Oh, ich weiß nicht, ich bin verwandelt, ich bin Meerschweinchen geworden. Scheiße! Ich kann gar nichts mehr machen gerade. Na toll, ich wurde verzaubert. Na komm, Bomberman, verwandle dich zurück. So können wir nämlich nichts machen, eigentlich. Okay. Dann wird es Zeit für ein bisschen Frost. Friere. Okay, und ihr beiden auch. Da hinten. Okay. Kann glaube ich noch ein bisschen dauern, weil die halten doch etwas viel aus. Nicht nur etwas. Diese Eisbomben sind doch nicht so stark. Egal, jetzt müssen wir einen auf jeden Fall haben. Sogar beide. Sogar mich auch noch. Egal, dafür kriege ich mein Herz wenigstens wieder. Aber die haben nichts Tolles. Scheiße. Das heißt, das hat sich nicht mal wirklich gelohnt. Egal, wir fahren trotzdem jetzt mal aufwärts und lassen Pommy einfach mal zurück. Obwohl es trotzdem mitkommt. Was nicht wirklich sehr Sinn ergibt, aber okay. So, jetzt sind wir auf jeden Fall beim Eingang. Beim Eingang von Casino überhaupt. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall reingehen. Aber Pommy müssen wir auf jeden Fall unterbinden. Das ist mit den Automaten spielt. Ich würde sagen, jetzt kann ich wieder die Feuerbombe benutzen. Dadurch, dass ich jetzt diesen lästigen Zauberer los bin. Dafür habe ich hier andere lästige Gegner. Wir wesentlich nerviger sind, wie diese Münzen beispielsweise. Okay, und das Auto ist Schrott. War nur eine Limousine, wo ein Zauberer drin war. Scheiße. Ausgerechnet der muss jetzt hier aufkreuzen. Gut, dann kümmere ich mich mal um den. Ach, scheiße, wenn ich Bomben jetzt schon schmeißen könnte. Das wäre schon sehr praktisch. So würde ich den auf jeden Fall schnell kaputt kriegen. So, drehen wir halt ein paar Bomben. Geht wenigstens recht flott. Der Zauberer kann ja nicht viel. So, das müsste reichen. Sehr schön. Und dafür gibt es nur Geschwindigkeit weniger. Nö, die will ich nicht. Die kann ich absolut nicht gebrauchen. So, nur noch diese Münze hier. Und dann war's das.
Okay, der Fahrstuhl kommt auch wieder, den ich jetzt gerade noch nicht bräuchte. Aber okay, wir wollen hier jetzt nämlich weiter und das funktioniert folgendermaßen. Wir müssen eine Bombe vor dieser Tür legen und dann warten, bis die Tür sich dreht. Ziemlich interessanter Mechanismus. Auch wenn Bomberman theoretisch diese Tür auch schieben könnte, aber das haben die hier nicht eingebaut. Dafür waren die zu faul. Und hier haben wir natürlich auch diese Automaten. Die können wir jetzt natürlich auch aktivieren. Und dahinter finden wir nur etwas Geld. Wobei, was heißt nur? Geld kann man immer gebrauchen und jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Irgendwo können wir jetzt auf jeden Fall durch. Und ich glaube, da vorne ist auf jeden Fall das erste Custom-Teilchen, was ich mir gleich holen werde. Erstmal muss ich das hier überleben. Ist momentan nämlich gerade mehr als problematisch, wobei die Mütze lebt noch scheiße. Bomberman, schau auf. Das war knapp. Da ist aber wirklich nur im richtigen Moment aufgestanden. Also wäre das nicht getan, dann wäre es echt heftig gewesen. So, nur noch diese Münze da oben. Dann bin ich die Gegner hier schon mal los. Danke, Bommi. Das war sehr gut. Das kannst du ruhig öfter so machen, wobei jetzt brauchst du es eh nicht mehr. Jetzt haben wir unser Geld. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob das hier klappt. Nee, das kriege ich doch nicht freigesprengt. Okay, jetzt ist die Frage, welche Tür nehmen wir? Die linke oder die rechte? Ich würde sagen, erst die linke. Okay, jetzt sind wir hier in der Sackgasse. Ich meine, dieses, dieses Roulette-Setzbrett ist nur eine Sackgasse, wo wir jetzt sozusagen die Gegner besiegen müssen. Wir kriegen bei wenigstens auch nette Sachen wie Fleisch. Bomberman, wie wär's, wenn du aufstehst? Ja, toll, jetzt selber schuld. Wenn du nicht aufstehst, jetzt habe ich natürlich die Arschkarte. Mit minimaler Feuerkraft ist das sehr scheiße. Wobei, ich kann doch treten. Ich kann die Bomben doch treten. Warum mache ich das nicht einfach? Das ist momentan noch die beste und intelligenteste Variante. So, her mit dem Fleisch. Der Pommi braucht Fleisch. Schließlich soll es heranwachsen. Okay. Diese Münzen sind scheiße. Und ich weiß schon warum. So, diesmal kann ich mich um euch kümmern. Jetzt ist es nur ein bisschen scheiße, mit dieser minimalen Feuerkraft diese Gegner loszuwerden. Weil das ist echt nicht angenehm. Genau, direkt vor der Bombe. So ist schön, Pommi. So weiß ich, dass ich dich auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Und mich auch auf dich verlassen kann. So, genau. Einfach davor legen. So, passt schon. Beide Mützen weg. Sehr schön. Aber raus komme ich noch nicht, weil diese eine Spielkarte noch hier ist. Egal, das ändern wir mal. Die stört nur. Sehr schön, und wir können endlich raus. Aber vorher nehme ich das Fleisch noch mit. So, jetzt können wir gehen. Wunderbar, jetzt kann ich mich um die rechte Seite kümmern. Wobei, ich könnte mir nochmal Geld holen. Na, gibt zwar nicht viel, aber ich nehme es mit. Geld ist Geld. Oh, vor allem in den kriegt man wirklich sehr viel. Na gut, wir wollen weiter. Wir wollen Casino spielen. Oh nein, das war richtig scheiße, diese Stelle hier. Nämlich hier müssen wir wirklich diese Dinger im richtigen Moment anhalten. Und diese Autobahnen sind wirklich der Schlüssel dafür, die ihr hier seht. Und deswegen, da muss man wirklich schon Glück haben, aber erstmal die Gegner besiegen, bevor ich überhaupt irgendwas der Art mache. Okay, verschwinde Münze. So, jetzt bist du eingekerkert. Okay, sehr schön. Das geht leicht. Münze Nummer 1 weg. Und noch diese beiden hier. Oh Gott. Ja, toll, und ich renne voll rein. Mach bloß keinen Fehler. Sehr gut. Die Münze ist nicht so brutal, wie ich jetzt dachte. Okay, da drüben ist noch was Fleischiges. Das muss ich Pommi auf jeden Fall geben. So, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Noch ein Treffer und ich bin erledigt. Und ich habe nur noch 2 Continuous mit Power-Ups. Deswegen Vorsicht ist geboten, Vorsicht ist geboten, Vorsicht ist geboten. Verdammte Scheiße, warum haust du ab? Ich habe Angst vor diesen Münzen. Ich habe sehr dolle Angst. So. Sehr schön. Ich habe aber immer noch so viele Spielmünzen am Hals. So, nur noch eine. Dann habe ich hier auf jeden Fall keine Probleme mehr, mich um diese Automaten zu kümmern. Sobald diese Münzen weg sind. So.
Wunderbar, das trifft auch noch. Ja toll, hau doch nicht ab. Scheiße. Ich muss diese Münze kriegen. Sehr gut, Pommy. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Jetzt ist es erledigt. Wunderbar. Die Tür hat sich geöffnet. Das war aber wahrscheinlich die hier links. Aber die hier unten öffnet sich ja, soweit wir dieses Spiel hier geschafft haben. Also versuchen wir unser Glück, Leute. Okay, eine Melone. Moment, was haben wir in diesem Baum überhaupt noch? Gar nichts. Na toll. Wir finden gar nichts im Baum. So, dann kriegen wir hier einmal Bar. Toll, aber wenigstens ein Handschuh. Und Ziel. Na toll. Sprich, jetzt hat gar nichts gebracht. Ich muss also jetzt nochmal raus und wieder rein. Ich weiß schon, warum ich diesen Raum hier hasse. Wobei, Moment, kann man mit diesem Schalter das nicht rückgängig machen? Doch, das ging. Also gut, versuchen wir es nochmal. Einfach Bomben legen, ich meine, anders geht ja nicht. Es sieht nicht so aus, als würden wir irgendwas gewinnen. Ja, das sehe ich auch, Pommy. Ich freue mich, was passiert, wenn wir die 3-7er kriegen. Na, das weiß ich sogar schon. Wir kriegen den Jackpot, aber das ist auch echt nicht leicht. Weil man hat ja gar keinen Einfluss drauf, das ist das Beschissene. 7, hier schon Glocke. Damit kann ich echt nicht viel anfangen. So, Moment, war es nicht irgendwie... Ich glaube, ich weiß wieder, wie das funktioniert. Nee, doch nicht, scheiße. Ich dachte jetzt mal, das wäre irgendwie so, in welche Richtung man sich zerbombt. Okay, es ist doch die Richtung. Nee, die Reihenfolge, genau. Okay, dann muss das sein und dann wahrscheinlich der hier. Genau, wir haben es. Jackpot. Die Tür hat sich geöffnet. Endlich können wir weiter. Wuhu. Ist doch wunderbar. Und jetzt können wir theoretisch auch hier rüber. Wir müssen sogar hier rüber. Okay, aber vorsichtig, dass wir nicht runterfallen. Das wäre jetzt sehr fatal. Und hier können wir auch rein. Yay. Okay, das war jetzt nicht sehr gut. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Einfach Bomben legen, einfach Bomben legen, einfach Bomben legen und abhauen. Wobei, ich kann eine große Bombe machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal und dann schmeiße ich die mal da runter. So. Okay, das muss auf jeden Fall für die Zauberer, für den einen zumindest reichen. Ja, sehr schön. Ein Problem weniger. Nein, du verwendest mich nicht nur nochmal in ein mehr Schweinchen. Einmal reicht. So. Okay, der ist doch noch nicht weg. Aber jetzt. Ah, scheiße, ich habe ja minimale Feuerkraft, okay. Jetzt weiß ich auch, warum das so wenig bringt. So, das müsste jetzt aber funktionieren. Noch nicht so weit, Pommy. Das war jetzt aber nicht wirklich geplant. Habe ich mir anders vorgestellt. Aber Pommy hat jetzt mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, genau, geht zur Bombe. So ist brav. So, Zauberer ist weg. Dann bist du nur noch eine Qual. Wobei, wenn ich ein paar Bomben gegentrete, dann bist du auch weg. Wenn ich dementsprechend auch treffen würde. Scheiße, ich will dieses Essen haben. Genau. Sehr schön, wir haben's. Ich könnte mal wieder Herzen gebrauchen, aber die kriege ich hier gerade gar nicht. Das ist natürlich sehr scheiße. Gerade das, was ich am meisten brauche, kriege ich hier nicht. Doch ein einziges. Na wunderbar. So bin ich doch wieder bis ausgestattet. Vorerst. Nein, 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 nicht einsperren. Diese Tische müssen wir doch eigentlich ausschrotten können. Und dafür gibt es auch nur Fleisch. Und natürlich Feuerkraft. Die brauche ich auf jeden Fall auch wieder. So, dann gehen wir mal hier aufwärts. Okay, jetzt sind wir bei einem Roulette-Brett. Roulette wollen wir jetzt allerdings nicht spielen. Nein, wir wollen das holen, was hier drin ist. Nämlich auf jeden Fall müsste hier ein Kostenteilchen sein. Da will ich jetzt mal schauen. Das müsste eigentlich in der Mitte drin sein. Oder auch nicht. Nein, wir haben jetzt noch was anderes freigeschaltet. Okay, dann war es eben so. Wir haben einen Gegner heraufbeschworen. Den müssen wir auch besiegen. Na, nicht nur einen. Nämlich noch ein paar weitere. Es sind insgesamt 4 an der Zahl. Und die müssen wir jetzt natürlich alle besiegen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich denke mal, das werden wir im nächsten Video machen. Das heißt, ich werde diese Aufnahme jetzt erstmal beenden und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter.
Dann jagen wir dieses Spiel kann und sehen, dass wir dann weiterkommen. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.